was ist eigentlich in diesem Land los? Wörter werden verdreht, es muss neue Wörter geben, alte Wörter dürfen nicht mehr benutzt werden. Grundsätzlich gibt es jetzt hier, darfst du da nicht so denken, so und so und so und hier kommst du in diese Schublade und so weiter. Und hier ein neuestes Beispiel und das muss ich einfach mit euch teilen. Anke Engelke textet Kinderbuchklassiker um. Möglicherweise kennst du das Büchlein, eigentlich ein sehr, sehr berühmtes Kinderbuch in Deutschland, und zwar die Häschenschule von Albert Sixtus aus dem Jahr 1922. Eine wirklich sehr alte Geschichte, aber man könnte es so nennen, es ist einfach ein Klassiker, an den sich möglicherweise auch sehr viele von euch erinnern. Schreibt das gerne in die Kommentare, ob du dieses Buch damals auch vielleicht gelesen hast oder vorgelesen bekommen hast. Und man kann sich möglicherweise daran erinnern, worum es geht. Es geht darum, dass ein Fuchs sich über ein paar Häschen hermachen wollte, und zwar sie fressen wollte. Dieses Bild, wo er im Gebüsch lauert, möglicherweise erinnerst du dich daran. Und zu diesem Bild gibt es einen Text und ich lese ihn dir vor. Horch, wer wimmert doch so sehr? Liebe Häschen, kommt mal her. Ach, ich bin so schwach und matt, bring mir doch ein frisches Blatt. Huhu, es ist der Fuchs, Augen leuchten wie beim Luchs. Hopsa, hopsa, wie der Wind, rennt ein jedes Hasenkind. Der Fuchs hat sich als Vegetarier getarnt, um dann die Häschen essen zu können. Die Häschen haben aber seinen ausgefuchsten Plan durchschaut und sie haben nämlich gelernt, Füchse essen nämlich keine Blätter. Sie sind keine Vegetarier und deswegen müssen sie aufpassen und haben das dann alles durchschaut. Die neuen Texte kommen jetzt von der Schauspielerin und Komikerin Anke Engelke. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählt sie, jetzt pass auf, der Fuchs ist nicht mehr der böse Feind, was dieses gesamte Buch eigentlich ausmacht und diese Geschichte, sondern er ist wirklich ein freundlicher Veganer. Und es gibt da eine Neudeutung, wer denn der wahre Feind ist. Und das sind die Bauern, die Gift in das Essen spritzen. Das kommt natürlich jetzt gerade sehr, sehr unpassend, könnte man sagen, oder gerade passend, wo Menschen um ihre Existenzen kämpfen, wo Menschen das Land dann nicht mehr versorgen können, wo der Mittelstand extra ausgehöhlt wird. Und da stellt man sich die Frage, ist das gerade das Passende? Und sollten wir uns darüber witzig machen oder sollte man darüber weinen? Denn man weiß es nicht, denn alles ist tatsächlich wirklich ernst gemeint, was hier jetzt gerade passiert. Dass man nicht mehr Mutter sagen soll, sondern, wie hieß das, gebärendes Elternteil. Ich meine, natürlich sagt man jetzt, ja doch, man ist noch so in dieser Gewohnheit drin und natürlich sagt man Mama und Papa und was auch immer. Aber es soll sich ändern und in der Schule soll es anders schon beigebracht werden. Beim Studium sollst du auch richtig die Sprache benutzen und ja, nicht irgendjemand diskriminieren. Ja, und die Frage ist, soll man jetzt eigentlich alle Kinder, Märchenbücher, alles umschreiben, was es gab? Oder sollte man nicht sagen, okay, wenn es jetzt, sage ich mal, neue Zeiten gibt oder neue Regeln, dann kann man die neuen Bücher dementsprechend schreiben, aber doch nicht die alten dann auch, ich sag mal, verfälschen. Und wer entscheidet eigentlich, was richtig oder falsch ist, was zeitgemäß ist und was jetzt absolut out ist? Ja. Ich denke einmal, dass man sehr vieles heutzutage hinterfragen sollte. Und das sollten nicht die Kinderbücher sein, sondern das sollte sein, was eigentlich in dem Land alles passiert. Und was einem in der Schule beispielsweise beigebracht wird, was einem nicht beigebracht wird und was die Schule für einen Zweck hat. Das sollte man alles hinterfragen. Und nicht, ob jetzt irgendeine Soße umbenannt wird oder irgendwie diese gesamten Dinge, alles muss öko und umweltfreundlich und was auch immer sein. Aber dabei steht das gar nicht im Fokus. Diese ganze
Umweltfreundlichkeit oder Recycling oder Nachhaltigkeit. All das sind auch nur Begrifflichkeiten, die etabliert wurden, damit dein Unternehmen wieder ansehnlicher ist, damit irgendein grüner Aufkleber drauf ist, damit du das eher kaufst als irgendetwas, wo vielleicht ein roter Aufkleber ist. Damit man überall irgendwelche A bis D Klebezettelchen drauf hat, damit man sich schlecht fühlt, wenn man irgendetwas Rotes kauft, im Gegensatz zu irgendetwas strahlend Grünes. Alles soll irgendwie umgewandelt werden, die Essenskultur soll geändert werden, die Religionskultur, die Feiertage und all das und unter dem Deckmantel eigentlich von irgendetwas ganz Noblem, einem höheren Ziel, das doch die ganze Welt verfolgt und alles ethisch, moralisch korrekt, obwohl wir auf der anderen Seite in einer Zeit leben, wo man absolut Riesengelder in die Rüstungsindustrie steckt, wo man Waffen in der ganzen Welt eigentlich verteilt und sagt, das ist richtig, dass es keine Friedensverhandlungen gibt oder es wäre nicht angebracht, jetzt Friedensverhandlungen zu führen. Und gleichzeitig dann so etwas, wo man im eigenen Land die Kriminalitätsrate hochgeschossen hat, die Inflationsrate hochgeschossen hat, Existenzen bedroht sind und dann spricht man darüber, ob man die Häschenschule lieber umschreiben sollte. Das sind natürlich so Sachen, wo man sich schon eigentlich Gedanken machen sollte, in welcher Welt möchte ich denn, dass meine Kinder aufwachsen? Und du weißt ja selber, ich bin zweifache Mutter und natürlich mache ich mir derartige Gedanken. Natürlich überlege ich mir, wie die Zukunft meiner Kinder aussehen soll. Wie möchte ich, dass meine Kinder aufwachsen? Und deswegen mache ich ja all das, weil ich für sie eine gute Zukunft möchte. Ich möchte, dass sie in Wohlstandszeiten aufwachsen und nicht in absolut schlechten Zeiten der Überwachung, der absolut nicht existierenden Anonymität, einem neuen Geldsystem und all das immer weiter und weiter, möglicherweise in irgendeiner digitalen Welt, wo man dann dort arbeiten darf, wo man dann nur noch diese VR-Brillen inzwischen dann nicht mehr so groß, sondern ganz, ganz klein und fein. Aber was ist denn die Lösung? Wie kommt man denn da überhaupt raus? Wie kann man denn das Leben seiner Kinder jetzt schon nachhaltig, positiv gestalten? Meiner Meinung nach, wenn man seine eigenen Finanzen in den Griff bekommt. Wenn man dann für die Kinder etwas aufbaut. Denn wenn du jetzt mal ganz, ganz ehrlich bist, wäre dein Leben nicht angenehmer oder Probleme nicht einfacher zu lösen, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat? Wenn man flexibel und frei ist? Und ist das denn nicht alles möglich, wenn man die finanzielle Bildung hat, die einem wiederum, wir kommen wieder den Kreislauf, schließen wir, die Schule nicht vermittelt? Und wenn du dir einfach anschaust, dass jetzt gerade der DAX wieder Höchstrekorde geknackt hat oder Bitcoin bei ein paar Cent war und welche Möglichkeiten, jetzt über 40.000, welche Möglichkeiten man hier gehabt hat, wenn man Dinge weiß, wenn man weiß, dass man mit Geld auch anders handeln kann, als es zum Beispiel nur verkonsumieren oder der Inflationsrate anderweitig zu entkommen. Dass man nicht nur Zeit gegen Geld tauscht und dann war es das auch und das sind die höchsten Mittel, die man hat. Und wenn man all dieses Wissen hat, dann könnte man diese Problemchen, die jetzt gerade die Regierung einem aufbürgt, ja viel besser dann auch lösen. Und jetzt ganz, ganz ehrlich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auch zu lösen und dieses Wissen zu bekommen. Deswegen bieten wir das ja auch an, unser Investitionsprogramm, um Menschen zu helfen. Und wir haben sehr vielen Menschen geholfen. Unsere Kunden sind absolut dankbar, schätzen das, was wir tun. Mein Mann setzt sich mit jedem einzelnen Kunden wirklich persönlich hin und möchte wirklich, ganz, ganz Hand aufs Herz, möchte wirklich, dass die Menschen Erfolg haben, dass die Menschen finanziell frei sind und ein viel besseres Leben bekommen. Denn das ist das, was ihn glücklich macht. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wer bietet das an, dass er sich persönlich hinsetzt? Weil es einem wirklich, wirklich, wirklich nahe geht und weil man den Menschen wirklich helfen möchte. Und wenn ich dann solche Dinge lese, dann denke ich mir, was ist eigentlich los? In welcher Welt leben wir denn jetzt gerade? Und über welche belanglosen Themen unterhalten wir uns. Und wenn es dann auf der einen Seite belanglos ist und nicht wichtig und man das ignoriert, dann geht das auch immer weiter und weiter und weiter. Dann ist man möglicherweise auch passiv dem gegenüber, sagt niemals Halt, Stopp, das reicht doch jetzt aber wirklich. Und deswegen ist ganz wichtig, auch derartige Dinge dann zu sehen und zu verstehen, dass das kein Witz sein soll, sondern die Realität. Aber schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das eigentlich siehst, wie du das bewertest und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.